Es heißt, ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. Bis man ihm seine Freiheit nimmt. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Eine Bande von Halsabschneidern haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet und der Liga hat eine große Menge an Waffen. Dieser Kriminelle wird seine gerechte Strafe erhalten. Sehr bald. Ich bin noch lang nicht fertig mit dir, du miese Drecksau. Ich
Sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten Ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Gut. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Backwater Station ist das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. Ja so, und hallo meine lieben Freunde. Wow, was für ein Intro. Ein langes Intro, aber ich wollte die Atmosphäre nicht versauen, indem ich da dazwischen rede. Deswegen jetzt das Hallo und seid gegrüßt zu einem neuen Let's Play zu StarCraft 2 Wings of Liberty. Ich habe mir gedacht, da der dritte Teil von StarCraft 2 vor nicht allzu langer Zeit erschienen ist, können wir doch alle drei Teile zusammenspielen. Und ich finde die StarCraft-Reihe sowieso einfach nur klasse. Das ist für mich eines der besten Echtzeit-Strategiespiele überhaupt. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt ein Let's Play. Wir fangen gemeinsam an, von Wings of Liberty bis zu Legacy of the World. Alle drei Teile, die ganze Kampagne durch. Ich hoffe, ihr habt so viel Ausdauer und Geduld mit mir. Aber ich denke, wir werden viel Spaß zusammen haben. Aber wie gesagt, ich möchte euch vorwarnen, ich bin jetzt nicht der beste Strategiespieler oder Strategieexperte, sondern der Durchschnittsspieler. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir viel Spaß haben. Okay, jetzt haben wir lange genug gewartet und auch wieder viel gequatscht. Wie ihr seht, wir spielen auf Schwierigkeitsgrad normal. Wie gesagt, bin ich der Strategie halt. Normal reicht mir vollkommen aus, wir wollen ja auch Spaß haben, so ja einigermaßen zügig durchgehen. Und deswegen fangen wir jetzt gleich mal an der ersten Mission, in der wir die Space Marines bekommen. Die Grundausstattung sozusagen. Also, bis gleich im Spiel. Adjutant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Backwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Backwater Station gegen die Liga sind. Aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengst sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen! So wird's gemacht, Rainer. Trink nur schnell ein Uso, dann bist du nicht mehr ganz so wild wie vorhin, als du den Flachbildschirm geschossen hast. Das muss ja wirklich nicht sein. Ach, weil, Leute, ich freue mich so, dass wir das spielen können. Ich liebe dieses Spiel. Okay, los geht's schon. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. Jawohl, das machen wir. Ganze 6 Einheiten. 5 Mann angeführt vom Rainer. Würde ich sagen, los geht's. Commander, es liegen Tutorial-Videos zu Ihrer Ansicht bereit. Ja, das ist zwar nett. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte gerade sagen, das ist zwar nett. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Rainer. Passt auf eure Arsche auf. Bewegung! Rainer, lass mich aussprechen. Du unhöflicher Cowboy, du. Ah, schlimm. Okay, was haben wir denn? Ich brauche kein Tutorial. Ich habe schon mal vor der Aufnahme ein bisschen reingeschaut. Die Grundbewegungsbefehle wieder angeeignet. Und du glaube, kannst auf mich ganz so versagen. Zeigen wir es ihnen. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Okay, hier gibt's keine Feindbewegung. Klingt gut. Geht bloß nicht diese Straße lang. Wieso nicht? Raiders rocken. Wir müssen Cowboy spielen, wir müssen die Straße entlang. Du kannst auf mich zählen. Ah. Los geht's. Tötet ihn. Nächster. Das war schon alles? Okay. Weiter geht's. Zeigen wir es ihnen. Klingt gut. Ah, muss jemand kurz aufs Klo? Zeigen wir es ihnen. Ne? Keine schwache Blase, alles klar. Raiders weiter geht's. Rocken.
Ereignis haben wir denn da? Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unsere Fortschritte nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holoboards wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Ja, dann machen wir das doch. Und zwar sofort. Ich kann Max Visage nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Jag das Ding hoch! Auf mich zählen. So, weg mit. Ach, neues Bonusziel. 1 von 6 Holoboards zerstören. Mal schauen, ob wir alle finden. Du kannst auf mich zählen. Klingt immer mal gut. Wieder ein Klo an der Seite, falls jemand dringen muss. Ist super. Raiders, wo sind die alle hin? Warte mal den hier. Wo sind die alle? Raiders rocken. Will nicht antworten. Okay. Meine Familie! Meine Nachbarn! Ja? Was ist mit deiner Familie? Das möchtest du mir jetzt nicht sagen, oder was? Das sieht langsam richtig übel aus. Du kannst auf mich zählen. Langsam? Sah das vorhin besser aus? Commander, eine größere Streitmacht der Liga versammelt sich im Zentrum der Siedlung. Ah, jetzt wird schon interessanter. Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Los geht's. Konzentriert das Feuer auf einen. Und nicht so viele Leute verlieren. Zieht euch zurück. Raider macht es. Die Kavallerie ist da. Ja. Leider schon etwas stark beschädigt. Losgeladen! Bereit machen, Jungs! Jetzt sag schon an. Arbeitet hart! Seid stolz! Wir alle müssen für den Ruhm der Liga Opfer bringen! Arbeitet hart! Willst du mal meine Meinung zur Arbeit hören? Hier kommt sie! Du kannst auf mich zählen. Alle Gebäude am Brennen. Autos leer stehen gelassen. Klingt gut. Alle arbeiten. Ich hasse Arbeit. Raiders rachen. Guck an, da haben wir nochmal so einen Schwätzer hier. Klingt na, gut. Irgendwelche letzten Worte, du scheiß Holoboard. Das ist Rainer, der meistgesuchte Der meistgesuchte was? Ist zu groß für den Schutz unserer Gesellschaft. Cool, dann fangen wir doch mit dir an. Du bringst das erste Opfer. Was für Sprüche. Kein Opfer zu groß. Du kannst auf sitzt wahrscheinlich irgendwo, macht sich's gemütlich, versteckt, dass ihn ja niemand sieht. Zeigen wir es ihnen. Du kannst auf mich zählen. Eure Freiheit muss geschützt bleiben. Richtig, deswegen musst du gehen. Das ist gar nicht gut. Ne? Mir macht das Spaß. Zerstöre Raiders Rocken. Klingt gut. Ah, was passiert jetzt? Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Wow. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Na, was hat der Frau? Da will einer abhauen! Die schießen auf Zivilisten! Bewegung! Solche Schweine. Arbeit oder Stahl, ne? Wir es ihnen. Das kennen wir doch irgendwo her. Du kannst auf mich zählen. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Du kannst auf mich zählen. Klingt gut. Es gibt eine ganze Menge, wofür Minsk zahlen muss. Danke, Rainer. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Aber natürlich nicht. Weiter vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Jawohl, schauen wir uns gleich an. Ich kümmere mich drum. Habe ich das nicht gerade gesagt? Raiders Rainer, du bist unhöflich. Freunde, ne, wir sind keine Freunde und wir werden keine Freunde. Du kannst auf mich zählen. Zeigen wir es ihnen. So. Marshal Rainer, Sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich war im Urlaub. Ich habe keine Lust zu arbeiten. Ich höre. Ach, wie cool. Die haben keine Waffen.
Was machen die denn jetzt? Molotow-Cocktails auf? Raiders rocken! Auf geht's! Meine lieben Mitbewohner, kämpft mit mir! Klingt an gut. Meiner Seite zeigen wir sie! Dies ist Sperrgebiet! Ihr Aufständischen steht unter Arrest! Ja, versuch's doch! Wir halten dir den Rücken frei, Raider! Zeigen wir es ihnen! Jawohl, weg mit dieser scheiß Statue! Klingt gut! Die auch! Raiders rocken! So, ja, jawohl, jetzt noch das Logistikzentrum und dann haben wir es hoffentlich auch schon geschafft. Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir sie bekämpfen könnten. Aber wir können. Selbstverständlich. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür. Denkt dran, Mengsk kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. Weise Worte. Sehr schön. Das war doch gar nicht so schlecht für den Anfang. Mal schauen, was haben wir hier nicht? Töten Sie den Tag der Befreiung auf dem Schwierigkeitsgrad schwer alle feindlichen Einheiten. Tja, das können wir leider nicht von mir auf normal spielen. Aber das macht überhaupt nichts. Bin trotzdem ganz zufrieden. So kann es weitergehen. Alles klar, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein Uso. Hey, wegfliege von meinem schönen Uso. Piss dich. Meistgesuchten Mann im Sektor bist du nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt. Lebenslänglich. Hat man dich wegen guter Führung rausgelassen? Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengsk ist total scharf auf die Dinger. Aber ich habe da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60-40. 70-30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten.
Hell, it's about time.